Der Bauer und sein Sohn. Morgens beim Aufstehen sagt einmal der Peter ganz erschrocken zu seinem Weib: Ei, schau doch, Ev, was hab ich da für blaue Flecken? Am ganzen Leib schwarz-blau. Und denk mir doch nicht, dass ich Hände hätte. Mann, sagte die Frau, du hast gewiss wieder den Hansel, die arme Mär, halb lahm geschlagen. Vom Ini hab ich das wohl öfter denn 100-mal gehört. Wenn einer sein Vieh malträtiert, sei's Stier, sei's Esel oder Pferd, da schickt es seinem Peiniger bei Nacht die blauen Mäler zu. Jetzt haben wir's blank. Der Peter aber brummte, wenn's weiter nichts zu bedeuten hat. Schwieg still und meinte, die Flecken möchten ihm den Tod ansagen. Deshalb er auch etliche Tage zahm und geschmeidig war, dass es dem ganzen Haus zugut kam. Kaum aber ist ihm die Haut wieder heil, da ist er wie immer der grimmige Peter mit seinem roten Kopf und lauter Flüchen zwischen den Zähnen. Der Hansel sonderlich hatte sehr böse Zeit, dazu noch bittern Hunger. Und wenn ihm oft im Stall die Knochen alle wehtaten von allzu harter Arbeit, sprach er wohl einmal vor sich hin: Ich wollte, es holt mich ein Dieb, den würde ich sanft wegtragen. Es hatte aber der Bauer einen herzguten Jungen, Frieder mit Namen. Der tat dem armen Tier alle Liebe. Wenn die Stalltür aufging, etwas leiser wie sonst, drehte der Hansel gleich den müden Kopf herum, zu sehen, ob es der Frieder sei, der ihm heimlich sein Morgen- oder Vesperbrot brachte. So kommt der Junge auch einmal hinein, erschrickt aber nicht wenig, denn auf dem braunen seinem Rücken sitzt ein schöner Mädchenengel mit einem silberhellen Rock und einem Wiesenblumenkranz im gelben Haar und streicht dem Hansel die Bückel und Beulen glatt mit seiner weißen Haut. Der Engel sieht den Frieder an und spricht: Dem wackern Hansel geht's noch gut, wenn ihn die Königsfrau reiten tut. Arm Frieder wird Ziegenhüter, kriegt aber Überfluss, wenn er schüttelt die Nuss, wenn er schüttelt die Nuss. Solches gesagt, verschwand der Engel wieder und war nicht mehr da. Den Knaben überlief's, er huschte hurtig aus der Tür. Als er aber den Worten, die er vernommen, weiter nachsann, ward er fast traurig. Ach, dachte er, der Ziegenbub vom Flecken sein, es ist doch gar ein faul und ärmliches Leben. Da kann ich meiner Mutter nicht das Salz in die Suppe verdienen. Aber Nüss? Woher? In meines Vaters Garten wachsen keine. Und wenn ich sie auch ganzer Säcke verschütteln sollte, wie der Engel es verheißt, davon wird niemand satt. Ich weiß, was ich tun will, wann ich die Ziegen hüten muss. Ich sammle Besenreisig nebenher und lerne Besenbinden. Da schafft sich's doch ein Kreuzer. Solche Gedanken hatte Frieder jenen ganzen Tag, sogar in der Schule, und schaute da rein wie ein Träumer. »Wie viel ist 6 mal 6?« fragte der Schulmeister beim 1 mal 1. »Nun, Frieder, was geht dir heute im Kopf herum? Schwätz!« Der Bub voll Schrecken wusste nicht, sollte er sagen, Besenreißig oder 36, denn eigentlich war beides richtig. Er sagte aber: »Besenreißig!« Da gab es ein Gelächter, das alle Fenster klirrten, und blieb noch lange ein Sprichwort in der Schule, wenn einer in Gedanken saß. Der hat Besenreißig im Kopf. In der Nacht konnte Frieder nicht schlafen. Einmal kam es ihm vor, als sei es im Hof nicht geheuer. Er richtete sich auf und sah durchs Fenster über seinem Bett. Sieh da, drang eine Helle aus dem Stall, und kam der Hansel heraus und der Engel auf ihm. Der ritt ihn aus dem Hof so sachten Tritts, als ging es über Baumwolle hinweg. Im ersten Augenblick will Frieder schreien, doch gleich besinnt er sich und denkt, es ist der Hansels Glück. Legt sich's also geruhig wieder hin und weint nur still in die Kissen, da jetzt der Hansel fort sein soll und nimmer wiederkommen.
Wie nun die zwei auf offener Straße waren und der Gaul im hellen Mondschein seinen Schatten sah, sprach er für sich: Ach, bin ich nicht ein dürres Bein? Eine Königin säße mir nimmermehr auf. Der Engel sagte weiter nichts hingegen und lenkte bald seitwärts in einen Feldweg ein, wo sie nach einer guten Strecke an eine schöne Wiese kamen. Sie war voll goldener Blumen und hieß die Unsichtbare, denn sie von ordinären Leuten nicht gesehen ward und ging bei Tag immer in einen nahen Wald hinein, dass sie kein Mensch ausfand. Kam aber guter arme Leute Kind mit einem Kühlein oder Geister her, dem zeigte der Engel die Wiese. Es wuchs ein herrliches Futter auf ihr, auch mancherlei seltsame Kräuter, davon ein Tier fast wunderbar gedieh. Auf demselbigen Platz stieg der Engel jetzt ab, sprach: Weide, Hans! Lief dann am Bach hinunter und schwand in die Lüfte, nur wie ein Stern am Himmel entzückt. Der Hansel seinerseits fraß aber tapfer zu, und als er satt war, tat's ihm leid, so fett und milchig war das zarte Gras. Endlich kommt ihm der Schlaf, also legt er sich stracks an den Hügel dort bei den runden Buchen und ruht bei 4 Stunden. Weckt ihn mit eins ein Jägerhorn, da war es Tag und stund die Sonne hell und klar am Himmel. Risch springt er auf, sieht seinen Schatten auf dem grünen Rasen, verwundert sich und spricht: Was bin ich ein schmucker Kerl geworden, unecket, glatt und sauber. So war es auch und glänzte seine Haut, als wie in Öl gebadet. Nun aber jagte der König des Landes schon etliche Tage in selbiger Gegend und ging just aus dem Wald hervor mit seinen Leuten. »Ah, schaut, ah, schaut!« rief er. »Was für ein schönes Ross, wie es die stolzen Glieder übt in Sprüngen und lustigen Sätzen!« So sprechend trat er nahe herzu mit dem Herrn vom Hofe. Die vernahmen sich alle über das Pferd und klopften ihm liebkosend auf den Hals. Sagte der König: »Reit, Jäger, in das Dorf hinein zu fragen, ob dieses Tier nicht feil. Sag ihn, es käme an keinen schlechten Herrn.« Derselbe Jägersmann ritt eine Schecke, welche dem Hansel wohl gefiel, derhalben er von selbst mit in den Flecken trabte, wo die Bauern alsbald neugierig die Köpfe aus den Fenstern streckten. »Hört, Leute, wessen ist der feine Braun?« ruft der Jäger durch die Gassen. »Mein ist er nicht!« »Das ist kein Hiesiger«, hieß es von allen Seiten. »Sieh, Frieda, guck«, sagte der Peter. »Das ist ein Ungrischer. Ich wollte, er wäre mein.« Zuletzt beteuerte der Hofschmied, ein solches Tier sei auf 6 Meilen im Revier gar nicht zu Hause. Der Ritterjäger samt dem Hansel zum König zurück, vermeldend: »Das Ross ist herrenlos. Behalten wir's denn«, versetzte der König. Und ging der Zug also weiter. Indessen meint der Peter, es wäre Zeit, sein Vieh zu füttern, und stößt mit Gähnen die Stalltür auf. Hu, macht der Rüpel Augen, wie er den leeren Stand der Mähre sieht. Lang waren ihm alle Gedanken wie Pelzen. »Zum Kuckuck«, fuhr er endlich auf, »wird nicht viel fehlen. War da vorhin der fremde Gau, mein Hanse, und ist mit dem Teufels Blendwerk geschehen, dass ihn kein Mensch dafür erkannte.« Der Peter wollte sich die Haar ausraufen. Allein was konnte er machen? Der Gaul war fort. »Es haben mich nur die 2 Öchslein gedauert.« An denen ließ der Unmensch seinen Grimm in diesen Tagen aus und mussten sie für ihrer 3 arbeiten. Was ihnen aber, nächst Püffen, Schlägen, Hungerleiden, das Leben vollends ganz verleidete, das war das Heimweh nach dem braven Hans. Sie trauerten und wurden wie verstockt und taten alles hinters für, deshalb der Peter leist zu seinem Weibe sprach: »Es ist schon nicht anders, die Ochsen sind mir auch verhext.« Bald wurden die Eheleute eins, dass sie das Paar für ein Spottgeld dem Metzger abließen. Der schlachtete sie in der Stadt. Allein was geschieht? In einer Nacht, da alles schläft, klopft es dem Peter am Laden, schreit er: »Wer ist da draus?« Antworten ihm 2 tiefe Bassstimmen:
Der Walse und der Bless müssen wandeln deinetwegen, wollen zu fressen, fressen in ihre kalten Mägen. Dem Peter schauerte die Haut, er zupfte sein Weib. Steh du auf, Ev. Ich nicht, antwortete die Frau. Sie wollen halt ihr Sach von dir. So stund der Großmaul auf mit Zittern, warf ihnen Futter hinaus und wie sie damit fertig waren, gingen sie wieder. Nun kam das Unglück Schlag auf Schlag. Der Peter brachte zwar vom nächsten Markt wieder 2 Stiere heim, allein da zeigte sich's, es wollte mit aller Lieb kein Vieh mehr in dem Stalle bleiben. Die beiden Stiere samt der Kuh wurden krank. Man musste sie mit Schaden aus dem Hause tun. Der Peter läuft zu einem Hexenbanner, will sagen Erzspitzbuben, legt ihm gutwillig einen Taler hin, dafür kriegt er einen Pulver, mit dem soll er den Stall durchräuchern. Schlag 12 um Mittag. Er räucherte also wirklich so handig, dass er die Glut in Stroh brachte und schlug der rote Hahn alsbald die Flügel auf dem Dach, das heißt Stallung und Scheuer gingen lichten Flammen auf. Mit knapper Not konnte die Löschmannschaft das Wohnhaus retten. Peter, wo willst mit dir hinaus? Die nächste Nacht klopft es am Kammerlatten. Wer ist da? Der Walse und der Bless kommen in Wind und Regen, wollen zu fressen, fressen in ihre kalten Mägen. Da fuhr der Peter in Verzweiflung aus dem Bett, schlug die Hände über den Kopf zusammen und rief, ach mein, soll ich die Toten füttern und hab doch bald für die Lebendigen nichts mehr. Das erbarmte die Tiere, sie gingen fort und kamen auch nimmermehr. Anstatt dass der Peter jetzt in sich geschlagen hätte und sein Frevel gut macht, bot er dem Jammer Trutz im Wirtshaus unter lustigen Gesellen. Je mehr sein Weib ihn schalt und lamentierte, desto weniger schmeckt's ihm daheim. Er machte dabei Schulden, kein General hätte sich straft, schämen dürfen, und bald kam es so weit, dass man ihm Haus und Gut verkaufte. Jetzt musste er Taglöhnen, doch sein armes Weib spann fremder Leute Fahrten. Der Frieder aber, der saß richtig vor dem Dorf, hielt einen Stecken in der Hand und wartete der Ziegen oder Bandbesenreis auf den Verkauf. 3 Jahre waren so vergangen, begab sich's einmal wieder, dass der König das Wildschwein jagte und war auch die Königin diesmal dabei. Weil es aber Winterszeit war und sehr kalt, wollten die Herrschaften das Mittagsmahl nicht gern im Freien nehmen, sondern die königlichen Köche machten ein Essen fertig im Greifenwirtshaus und speiste man im oberen Saal vergnüglich. Dazu die Spielleute bliesen. Das Volk aber stund auf der Gasse zu horchen. Als nunmehr nach der Tafel die Pferde wieder vorgeführt wurden und man auch das Leibrost der Königin zäumte, stund vorne an der Ziegenbub. Der sprach gar keck zum Reitknecht hin, »Das Ross ist meines Vaters Ross, das ihr nur wisst.« Da lachte alles Volk laut auf. Der Braune aber wieherte 3 für Freuden und strich mit seinem Kopf an Frieders Achsel auf und nieder. Dies alles sah und hörte die Königin vom Fenster hoch verwundert und sagte es gleich ihrem Gemahl. Derselbe lässt den Ziegenbuben rufen und dieser tritt bescheidentlich, doch munter in den Saal, mit Backen rosenrot. Und war ja auch sonst ein sauberer Bursche mit lachenden Augen, ging aber barfuß. Redet ihn der König an. Du sagtest ja, das schöne Pferd da unten wäre deines Vaters, nicht? Und ist auch wahr, Herr, mit Respekt zu melden. Wie willst du das beweisen, Bursch? Ich will es wohl, wenn ihr es vergönnt. Den Reitknecht hört ich rühmen, das Ross ließe niemand aufsitzen, außer die Königin, der es gehöre. Nun sollt ihr aber sehen, ob mir's nicht stille hält und nachläuft, wenn ich ihm Hansel rufe. Danach mögt ihr denn richten, ob ich die Wahrheit sprach. Der König schwieg ein Weilchen, sprach dann zu einem seiner Leute, »Bringt mir 3 wackere Männer aus der Gemeinde her, damit wir hören, was sie dem Knaben zeugen.« Als nun die Männer kamen und über das Pferd gefragt wurden, so fiel ihr Ausspruch nicht zu Frieders Gunsten aus. Dort hält der Knabe seinen Mund selbst auf und hub an, treu und einfältig die Geschichte vom Engel zu erzählen, wer den Hansel entführte und auch wer ihm unlängst wieder erschienen sei und ihm die unsichtbare Wiese gezeigt habe, welche den Hansel so stattlich gemacht.
Darüber waren freilich die Anwesenden hoch erstaunt. Etliche blickten schelmisch. Allein die Königin sagte: »Gewiss, das ist ein frommer Sohn und steht ihm die Wahrheit an der Stirn geschrieben.« Der König selbst schien dem Buben wohlgesinnt, doch weil er gute Laune war, sprach er: »Das Probestück wollen wir ihm nicht erlassen.« Hiermit rief er den Frieder an ein Seitenfenster, das nach dem Freien ging, auf einen Grasplatz. Weit und flach, in dessen Mitte stand ein großer Nussbaum, wohl 100 Schritt vom Haus. Es lag aber alles dicht überschneit, denn es im Christmond war. »Du siehst«, sagte der König, »die große Wiese hier.« »Oh ja, warum denn nicht?« rief ein Hofmann, des Königs Spaßmacher, halblaut dazwischen. »Es ist zwar eine von den Unsichtbaren, denn sie ist über und über mit Schnee zugedeckt.« Die Hofleute lachten. Der König aber sprach zum Knaben: »Lass dich ein loses Maul nicht irren. Schau, du sollst mir auf dem Hanse einen Ring rund um den Nussbaum in den Schnee hier reiten. Und wenn es gut abläuft, soll aller Boden innerhalb des Rings dein eigen sein.« Da freuten sich die Schranzen, meinend, es gäbe einen rechten Schnack. Der Frieder wurde aber so freundlich, dass er die weißen Zähne nicht wieder unterbringen konnte. Das Ross ward vorgeführt, nachdem man ihm zuvor den goldenen Frauensattel abgenommen. Es jauchzte hell auf und alles Volk mit ihm, und Frieder saß oben mit einem Schwung. Erst ritt er langsam bis zur Wiese, hielt an und maß mit dem Aug nach allen Seiten den Abstand vom Baum. Dann setzte er den Hansel in Trab und endlich in gestreckten Lauf. Das ging wie geblasen, und war es eine Lust, ihm zuzusehen, wie sicher und wie leicht der Bursche saß. Er war aber nicht dumm und nahm den Kreis so weit, als er nur konnte. Gleichwohl lief er selber am Ende so schön zusammen, als wäre er mit dem Zirkel gemacht. Mit Freudengeschrei ward der Frieder empfangen. Im Nu saß er ab, küsste den Hansel auf den Mund, und der König am Fenster winkt ihm hierauf in den Saal. »Du hast«, sprach er zu ihm, »dein Probstück wohlgemacht, die Wiese ist dein. Den Hansel anbelangend, den kann ich dir nicht wiedergeben, ich habe ihn meiner Königin geschenkt, soll aber dein Schade nicht sein.« Mit diesen Worten drückte ihm ein Beutelein in die Hand, gespickt voll Dublonen. Das war der Knabe sehr zufrieden, zumal die Königin hinzusetzte, er möge alle Jahr zur Stadt kommen, in ihrem Schloss vorsprechen und den Hansel besuchen. »Ja«, rief der Frieder, »und da bringe ich euch zur Kirchweih allemal ein Säcklein grüne Nüsse vom Baum.« »Bleib es dabei«, sagt die Königin, so schieden sie. Der Frieder lief heim, durch all das Volksgewühl und Gejubel hindurch, zu seinen Eltern. Der Peter hatte den Ritt von weitem heimlich mit angesehen, und jetzt hatte er in seinem Herzen ein Gelübde. Ich brauche ja wohl nicht zu sagen, worin das bestand. Genug. Der Hanse und der Frieder hatten ihm wieder auf einen grünen Zweig geholfen. Er wurde ein braver und ehrsamer Mann. Dazu ein Reicher, der einen noch reicheren Sohn hinterließ. Seit dieser Zeit hat sich im ganzen Dorf kein Mensch an einem Tier mehr versündigt.